Schon als Kind sah er die Berge so erhaben und strahlend schön. Und er fühlte diese Sehnsucht, nur dort oben wollt er stehen. Er bezwang die stolzen Wände, auf den Gipfeln fand er sein Glück. Doch einmal ging ein Tag zu Ende und er kam nicht mehr zurück. Angelique de Montagne, so heißt ein stilles Gebet, mit dem man sich Hilfe bei den Engeln der Berge erfleht. Angelique de Montagne, sie geben uns Hoffnung und Kraft und haben schon viele, die fast verloren, wieder nach Haus gebracht. Die Engel der Berge haben schon viele wieder nach Haus gebracht. Dort im Fels hat er gebetet, in der Dunkelheit ganz allein. Doch ein Licht, es kam vom Himmel und leuchtete ihm heim. Angelique de Montagne, so heißt ein stilles Gebet, mit dem man sich Hilfe bei den Engeln der Berge Angelique de Montagne, sie geben uns Hoffnung und Kraft und haben schon viele, die fast verloren, wieder nach Haus gebracht. Die Engel der